Habe ich das fast getroffen? Nee, ne? Da hinten ist, glaube ich, noch gar nichts. Achso, wir müssen alle Fässer treffen? Ich renn mal kurz hin. Oh, das sah gut aus. Bis auf dich irgendwie, du bist da so ein bisschen... Oh, okay. $42 verloren. Ich wollte dich eigentlich retten, aber du bist sofort verschwunden. Gott sei Dank, wir haben sie zurückgeschlagen. Was? Hier stehen noch welche. Das sind dumm oder so? Mehr Zombies als Menschen hier, also. Was? Ist egal, dass jetzt welche im Dorf sind. Was soll's? Ach, und da sind die anderen. Beachten wir sie gar nicht. Was ist das denn? Was that really necessary? Oh, thank God you survived. Yeah, now I owe you something, motherfucker. Get up, you son of a bitch. Whoa, I owe you something too. Apparently you've all met. I know what it looks like, but I swear to God, I meant you no harm. That operation was out of my hands. It was Serpo. So who was he? He works for a private concern. His superiors own my superiors, and they're the ones calling the shots. I'm sorry for what they did to you, but there's no way that What exactly are they doing here, Colonel? A rumor is they're trying to weaponize this plague for use as a bioweapon. Being immune, my guess is your blood is essential for their research. You knew this, yet you did nothing to stop them. I'm a soldier. I follow orders. Well, soldier, here's an order for you. Go fuck yourself. Just listen to me. I can help you. There's a military outpost in Henderson, and I know the commanding officer. They have food, water, weapons, and a way off this bloody island. Last time we trusted the army, they threw us in a cage. Look, I understand how you feel, but we don't have much time here. This island, it's about to be nuked. Bombed? Yeah, we heard that same story on Benoit. Ain't no bombs fell there. Are you sure about that? This would explain all the air traffic recently. Choppers flying out with equipment crates. That's right. They have to cover up what they've done here. And once they're through evacuating the island... They're dropping a bomb? Listen, I trust this asshole about as far as I can throw him. But if what he's saying is true, we should need to get out of this goddamn island. Fuck me, man. So, Henderson it is then. If that's the case, then we're all coming with you. All right then. Let's move. Only 5 of us are immune, so some of us should stay and defend the camp, while the rest scout for a way out of here. Good. Stimmt, weil das Camp so sicher ist. All right, but if you're lying to us, God help you, because we sure won't. Ja. Ich mag die Story jetzt schon. Ja. Ah, wir stehen hier oben. Ja, die Zombies sind natürlich. Die haben gesagt: Oh, Mittagspause! Wir müssen jetzt schnell gehen! Also, das kann ja nicht angehen hier, ne? Das ist ja. So, Mach ein Upgrade der Verteidigungsanlagen. Was? Neuanfänge, rede mit Harlow. Finde ich sehr schön, die Idee. Ja, lass mal verschleiern, was da passiert ist. Lass mal eine Atombombe draufwerfen. Wird bestimmt keinem auffallen, nein, oder so. Was? Atom? Wo? Was? Neu? Das kenne ich nicht. Da wird keiner Fragen stellen oder so. Also, ich bitte dich. Ah, so. Ich nehme mal den Quest von Zoe hier an. Da soll man nämlich irgendwie Zäune unter Strom stellen. Vielleicht bringt das ja mehr hier im Lager. Okay. So, wunderbar. Elektrisieren. Suche 5 Autobatterien. Ja, aber was soll man denn überhaupt noch elektrisieren? Die Zombies haben doch mit einem Schlag alle Zäune hier kaputt gehauen. Die haben doch gar nichts mehr jetzt. Ist egal, wir suchen einen neuen Zaun oder so, weiß ich nicht. Oh, übrigens hat jetzt... Achso, den Trevor-Quest müssen wir erst noch abgeben, deswegen leuchtet der hier gerade so lustig. Achso. Stimmt, und dann bekommen wir unsere Nagelpistole. Nagel, Nagel, Nagel. Hast du sie jetzt genommen? Yep. Okay, dann bekommen wir jeweils... Ah, jeder bekommt die Questbelohnung. Das ist ja schön. Ja, das, also Questbelohnung kriegt jeder. Okay. Er hat schwere Waffen. Oh, auch ein schöner Schlagring. Nur ein schöner Schlagring, den du da trägst, da. Ja, du weißt genau, wie ich das meine. Oh, ich kann einen Baseballschläger-Nagelbrett-Bang-Bang-Bubububu. Brutale Nagelpistole. Na, ich pack die einfach mal nach oben hin. Was ich mit der Signalpistole soll, wiederum, weiß ich nicht so wirklich, aber naja. Und ich hab ein Holzbrett. Ich hab einen genagelten Baseballschläger. Ich weiß, wie man es einsetzt. Achso, ja, stimmt. Oh, genagelter Baseball. Aber das erinnert mich jetzt auch wieder an Dead Rising. Ja, das generell erinnert das Craften so ein bisschen an Dead Rising. Aber irgendwie halt immer so, ach scheiße, ich würde gerne noch mehr machen.
Aha. So, Baseballschläger, die machen wir jetzt mal ganz toll. Ich habe keine Nägel für... Warum habe ich keine Nägel? Da müssten eigentlich nur welche... Wo habe ich denn die... Ich glaube, bei der Brücke habe ich die gefunden. Allein in meinem Holzknüppel sind 4 Nägel drin. Der kann mir nicht erzählen, dass er keine Nägel hat. So, aber ist okay. Ich ordne Spiel mal bescheißt gerade, mich. Ist in Ordnung. Ich ordne gerade mal meine Waffen hier ein. Weg mit der Signalpistole. Braucht kein Schwein. So. So müsste das passen. Wie war das jetzt eigentlich mit Autobatterie und so? Ja, wir sollen irgendwo Autobatterien finden. Wer hat denn hier noch... Hier sieht's aus, als hätte noch jemand einen Quest. Ich spreche gerade noch mit Talo, aber irgendwie... Von ihr hast du auch eine Quest, oder? Nee, Quatsch. Du nee, von Zoe habe ich die Quest. Ach so, hier ist eine andere. Dann nehme ich jetzt eine andere Quest an. Ja, ist ja super. Ja, ist doch super. Erstmal alle Quests annehmen, nacheinander abbauen. Abarbeiten. Ach so, ja, stimmt. Man musste ja nicht einen nach der anderen. Man konnte ja so viele erstmal nehmen, wie man wollte. Genau, du kannst dir dann im Optionsmenü auswählen, welcher Quest dir gerade angezeigt werden soll auf dem Radar. Oh, Alkohol. Neuanfänge, Schwierigkeitsgrad 3. Belohnung, Schillelack. Also auch immer ein Hammer oder sowas. Ah, hier ist wieder so eine Schnellreisefunktion mit der Karte. Noch mehr Alkohol. Alkohol. Und ein ausgelaugtes Übermachete, willst du die haben? Nö, kannst ruhig nehmen. Dann hol ich sie mit. Und hier gibt's wohl noch einen Quest von der guten Kalamalama. Sie hat mir gerade irgendwas davon gesagt, dass alle hier total nützlich wären oder so. Ich glaube noch nicht richtig dran. Hi Sam B, kann ich mit dir reden? Nein, kann ich nicht. Kann ich eine Jacke haben? Nein, kann ich nicht. Suche nach Vorräten vom Schiffswrack. Irgendwo beim Strand. Gesegnet seist du, aber sei vorsichtig. Eine Menge von diesen... Ich habe zuerst Moneten gelesen. Eine Menge Moneten sind da draußen. Ja, ja, musst du aufpassen. Hier liegt noch ein Molotow-Cocktail. Ich habe auch einen. Kannst du dir den holen? Dann hätten wir zumindest irgendwie so granatenmäßig ein bisschen was. Wo liegt ein Molly? Hier auf dem Esstisch. Hier liegt gar kein Molly, du lügst. Okay. Du lügst doch nicht. Da hinten ist die Karte fürs Schnellreisen. Oh, stimmt. Schnelle Reise. Palanai Island. Das sieht ja hübsch aus. Ich hab noch gar nicht genau... Also, hast du so drauf geguckt? Ah, ne. Meinst du, die Insel vermisst einer, wenn einer eine Atombombe drauf wirft? Ja, weiß nicht. Wie groß ist die denn so? Schätz mal. Ist irgendwo ein Maßstab zu sehen? Ne. Na. Ach, was soll's? Passiert tagtäglich. Mein Gott. Über Hiroshima redet doch auch kein Schwein mehr. Richtig, also. Was soll das überhaupt? immer diese Panikmache. Ja, nee. Also in Japan wird dieses Video definitiv gesperrt. Oder in ganz Asien eigentlich. So, welche Quests nehmen wir denn jetzt? Nebenquests, oder? Wir machen zuerst die Nebenquests. Ja, lass uns Nebenquests machen. Warte, wo sind die denn? Da sind die. So, was nehmen wir denn? Geschenk des Himmels elektrisierend oder Neuanfänger? Geschenk des Himmels war? Geh zum Strand. Machen wir Geschenk des Himmels, oder? Ja. Geh zum Strand. Naja, das ist ja recht unkompliziert. 160 Meter. Einfach nur hier runter, glaube ich. Bei der nächsten Kreuzung rechts abbiegen. Dick, dack, dick, dack. Hui. Na, schön ist ja, wir haben die Brücke gesprengt, aber schön, dass man hier trotzdem... Ah, ist egal. Das ist ja die Brücke da hinten, die auch noch steht. Hä? Naja. Klebeband. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Bestimmt, bestimmt. Ich bin mir ganz sicher. Ich meine, da waren rote Fässer. Ja. War doch klar, dass man drauf schießen muss. Ja, das ist... Natürlich. Oh, hier ist eine Kiste, die man nicht aufmachen kann, wenn man kein Diebstahl-Dingens hat. Hast du Diebstahl-Dingens? Welche Kiste denn? Das steht bei mir da, genau. Ach so. Okay, habe ich auch noch nicht. Was haben wir hier? Draht. Draht ist... Was? Draht? Hä? Egal. Jetzt hast du Draht genommen. Ja. Bei mir war er zumindest weg. So, haben wir hier noch was? Oh, Geld. Geld, Geld. Jetzt finde ich, dass diese Hütte sehr komisch gebaut ist. Ein bisschen da klein. Da kannst du kaum drin bewegen. Du kannst durch die Tür gehen, aber links und rechts stößt du sofort den Kopf. Ich finde das Haus hier oben drüber aber noch viel sinnvoller. Da ist nämlich keine Leiter für hochzukommen. Sehr seltsam. Aber schön. Man kann nichts sagen. Sehr schön, ja. Super romantisch. Steh doch mal wer auf. Oh. Hier liegt einer. Ich wollte gerade sagen, steh doch mal auf. Huch. Voll der Penner, ey.
Die Nagelpistole, nimm mal die Nagelpistole in die Hand, das ist, Alter, ist das ein Ding. Super Soaker! Okay. Die Nerfgun für Erwachsene. Naja. Boing. Dann kloppen wir mal, ne? Und kloppen und kloppen und kloppen. Ach, ist das schön. So. Jetzt weiß ich wirklich, was ich beim letzten Teil vermisst habe. Nämlich jemanden, mit dem ich das zusammenspielen kann. Ich hätte es auch ganz ehrlich nicht alleine gespielt. Also ich habe es im Koop gespielt und... Ja, die Insel war cool, aber was danach kam, hätte ich alleine nicht durchgehalten. Vor allem die Stadt nicht. Ich fand die so anstrengend. Ja, die Stadt hat sich ziemlich gezogen. Mhm. Bin echt gespannt, ob es ähnliche Abschnitte oder so hier geben wird, aber... Ich bin generell gespannt, ob sie sich wirklich wieder so viel Mühe machen. Also es ist, wie gesagt, für mich ist das Spiel hier kein Nachfolger, sondern eher ein eigenständiges Add-on. Deswegen bin ich... Oh, ich bin komplett runtergeflogen. Deswegen ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt hier runterspringen, wie kommen wir dann wieder... Oh, egal. Ich bin sehr gespannt, wie viel Arbeit sie reingesteckt haben, wie lange es ist und ob es da auch so wirklich großartig verschiedene Ecken gibt. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Felsen hoch und runter klettern. Wer hat die Hand da drauf gemalt? Ach so, wahrscheinlich soll einem das hier nur so auf spielerische, also... Es soll einem nur gesagt werden, dass man hier hochklettern und runterklettern kann. Das heißt, jemand hat diesen Stein wie blöde poliert, damit der so glitzert und dazu noch eine Hand drauf gemalt. Wer macht denn das? Glitzersteine. Ach so, ja, die berühmten Glitzersteine. Die Steine sind Papiere. Die gibt's nur bei Panoi. Blöd, dass es jetzt in die Luft fliegt. Ja, was soll's. Oh, ist das ein blaues Wasser? Ist das ein blaues Wasser hier? Das ist echt geil, ne? Wenn die Wasserfälle und so, das ist schon... Also, wenn hier nicht hier so lauter komische Tote rumliegen würden, ich würde hier sofort Urlaub machen. Aber sowas von. Müssen wir nicht sogar hier lang? Ich glaube schon. Da hinten glitzert wieder irgendwas. Hoch. Glitzer Efeu. Wer poliert denn bitte alte Holz-Äste-Dingens? Ich bin jetzt mal, bin ich noch in meinem Video? Nein, ich glaube, ich bin nicht in meinem Video. Das heißt, ich kann dir unter den Rock gucken. Du Ferkel. Friendly Fire ist off, oder? Ne, weiß ich nicht. Ja. Oh, es gab, kennst du noch diese Luftballons, also diese Fußball-Wasserbälle, die da am Strand rumlagen im ersten Teil, direkt am Anfang. Ja. Die hatten einen ganz geilen Bug, weil wenn du diese Bälle trittst, ist es in 50% der Fälle so, dass der sofort tötet. Also du trittst gegen diesen Ball und wenn der Ball gegen einen anderen Spieler fliegt, stirbt der instant. Das war immer sehr lustig. Das wusste ich nicht. Das ist auch, glaube ich, nicht unbedingt gewollt. Blieb der Bug bis zum Schluss drin? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, was für eine Version ich gespielt habe. Ich glaube 1.0 und 1.1 oder so. Und dann war ich mit meinem Cousin halt schon fertig. Und ich bin gerade kurz am Überlegen, wo es lang geht. Da hinten ist das Schild und dann müsste es doch eigentlich wieder runtergehen. Also die kürzeste Verbindung wäre hier runter, oder? Oder nicht? Also jetzt bin ich quasi da, wo wir hergekommen sind. Ganz am Anfang. Wo bist du? Das ist die andere Route jetzt, ja? Genau. Ah, okay, das wäre quasi die Brücke, die jetzt wohl nicht mehr existiert. Gut. Hä? Ist da wieder Neues drin? Tatsächlich. Durchsuchen. $33, natürlich. Das sehe ich jetzt erst. Hm? Das Geld wird scheinbar doch nicht mehr aufgeteilt. Ach so? Sondern es bleibt liegen. Wenn du es aufsammelst, bleibt das für mich noch liegen. Ich muss es auch nochmal aufsammeln. Aha. Jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher, wie es beim ersten Teil war. Ob das da auch so war oder ob es aufgeteilt wurde. Suche am Strand nach Vorräten. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter dir, was? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Was denn? Wo denn? Ich krieg nix mit. La la la. Die sind mir aber irgendwie... Also es fängt schon nicht so ganz... Oh, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Warum passieren die lustigen Sachen immer hinter mir? Böse Zombies! Wo sind die anderen hin? Das waren nur zwei. Ach da. Mein Holzbalken sieht auch nicht mehr so richtig frisch aus, aber... Ich weiß jetzt, was du meinst mit die Waffen halten länger. Also die selbst gecrafteten Waffen hier, jetzt zum Beispiel der Baseball, Nagelschläger, Keule, der hat bis jetzt kaum Schaden genommen. Okay. Das ist echt cool. Da hinten stehen noch ein paar rum. Hab Alkohol gefunden. Und ein Paddel. Hurra. Yeah, ein Paddel. Wir können uns ein Floß bauen und dann einfach wegschippern. Ja, warum macht das eigentlich keiner? Weiß ich nicht. Oh, da kommt noch jemand um die Ecke.
Vermutlich, weil alle wissen, dass dieses Island hier total abgeschieden und verlassen irgendwo liegt. Vermutlich, aber du hast Raserei aktiviert oder was? Nee. Nö, hatte ich Raserei? Ach nee, das war einfach nur die Anzeige dafür, dass meine Leiste voll ist. Okay. Wäre es aber nicht generell sinnvoller, von der Insel einfach zu verschwinden, in der Hoffnung, dass man irgendwann auf anderes Land trifft, als zu warten, bis eine Atombombe auf den Deckel fällt? Ja, also. Och, so gesehen hast du einen Punkt. aber. Weiß halt nicht. Kann ja auch sein, dass hier irgendwo noch ein Flugzeug rumsteht oder so. Ach so, naja, na dann.